bei Lug und Hoffmann in Breslau, ungefähr 5000 Kubik, ca. 20 PS. Und der hat also hier eine alte Mühle mal angetrieben, wenn also kein Wind war, hat der Öldruckmesser. Guck mal, so ein schönes altes Instrument noch. Hier kommt dann das Wasser rein. Man sich auch Gedanken macht, einfach so ein schönes Sieb. Gleich gelötet hier für das kein Dreck in diesen Tank reinkommt. Das hat also diesen Auswurfmechanismus, wenn der Motor wirklich anspringen sollte, dreht er also automatisch durch diese Schrägen hier, wie es für ein Bulldog und überall auch war, automatisch die Kurbel raus, damit sie dann nicht drinnen steckt und man sich eventuell damit verletzt. Wenn es daraus wird, dann brauchst du nicht probieren. Der die Hose voll. Ja, Freunde, wir haben uns nochmal dem Motor, dem großen Mühlenverdampfer gewidmet und ihr habt es ja letztes Mal schon gesehen, es ist doch ein ganz Teil Arbeit noch dran gewesen und auch jetzt im Nachhinein, als wir uns damit beschäftigt haben, ist noch ganz schöne Arbeit angefallen. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir vielleicht doch lieber die Finger von gelassen, aber nun haben wir uns im ganzen Projekt gestellt. Einige von euch haben einen gefragt, warum wir diese Lunden immer anzünden. Die entzünden sich ja normalerweise durch die Kompression des Motors selber. Aber ich hatte es ja im Vorfeld erklärt, dass der Motor schon eine ziemlich ledierte Laufbuchse hat. Das heißt also, da hat jahrelang das Wasser drin gestanden. Und der ist eigentlich nur noch dicht, dadurch, dass er diese 6 Kolbenringe auf dem Kolben hat. Und natürlich nicht mehr so dicht, dass er nun jeden Tag eine Mühle antreiben könnte von der Leistung her. Und deswegen hat er auch nicht mehr so viel Power und zündet diese Lunden auch nicht mehr selbst. Und darum stecken wir die immer vorher an. Und sind guter Dinge, dass wir den Motor mit dieser vorher angezündeten Lunde auch nochmal zum Leben erwecken. Ich will nicht zu viel verraten. Wir gehen in den Clip. Ja, Freunde, es wird Frühling. Daran zu sehen, dass unsere Feigen sich jedes Jahr wieder da, guck mal, um ihre Bruthöhle streiten. Ja. Es wird jedes Jahr wieder neu ausgefochten. Einmal hier im Giebel und einmal da drüben in der Scheune, in dem Giebel. Und die Pärchen, die fangen natürlich an, jetzt hier sich den besten Brutplatz hier zu sichern. Ein Spektakulum. Einfach nur irre. Und was die auch für einen Krach dabei machen. Wunderbar. Einfach nur herrlich. Ja, wir hatten gestern also leider kein Erfolgserlebnis mehr, außer dass Willi sein Moped so schön gelaufen ist, aber wir alle völlig abgelenkt. Dieser satte Sound von diesem Simson SR2. Ja, da haben wir gestern Abend abgebrochen, heute müssen wir nochmal ran und die Einschutzpumpe da nochmal nachgucken in diesen Stock und da irgendwas mit ist oder was das ist. Also nichts im Zylinder angekommen an Kraftstoff. Gucken wir jetzt mal. Ja, der Teufel steckt im Detail, wie es aussieht. Wir haben gestern diese Leitung hier, die Zuleitung zum Düsenstock erstmal wieder neu gemacht, haben also die umgebürtelt, die Leitung, weil die überall ein bisschen rausgesifft haben. Und nun kommt der Diesel hier bis hier vorne an. Und das war's dann. Dann muss man hier mal reingucken in den Düsenstock, warum der da jetzt nicht einspritzt. Hallo. So, ich habe den jetzt losgeschraubt hier in diesen Stock. Jetzt diesen Stock rausgebaut und hier die Dings angeschlossen. Man sieht also, der ist also dicht, da kommt irgendwo kein Druck an. Jetzt sind wir hier dabei, die Einschutzpumpe hier nachzugucken. Da läuft also durch der Diesel, da kommt vorne direkt
wo er in den Düsenstoff reingeht, da läuft das wie verrückt, da müsste er eigentlich stoßweise rauskommen und ein bisschen komprimiert. Und da läuft er hier einfach durch und müssen wir jetzt gucken, was da drinnen los ist. Jetzt sehen jetzt die Einschusspumpe ab. So, die Monteure sind an unserem Montagetisch. Der Tisch ist genauso alt wie der Motor. Jetzt ist ein Zippenschild noch drauf. Das Schöne ist, wir müssen mal aufpassen, weil er so schön wippt, der Tisch. Da war sogar noch die TGL-Nummer, dann können wir gleich noch bestellen. Was? Sitzt auch beim Licht. Das ist geil, da kann man genau die Drehzahl von dem Motor einstellen in der Skalierung. An der anderen Seite steht Stopp. Und wenn er ausgerückt hat, scheint uns noch schön die Sonne auf den Finger. Ach, das lassen wir ein. Ja, von hier? Ein paar Stühle, Flasche Bier und dann. Ja, Bier. Und dann holst du deinen Esser noch mal raus und dann sind wir wieder vom Thema. Gestern auch so. Gerade mal das hier. Ja, kein Erfolg. Ja, weil so schön, dass du noch eine Runde nicht wollen sollst, wie so eine Abfolgs-Lebens. Wenn er sich Diesel holt. War noch so ein Highlight gestern Abend. Wenn er sich Diesel holt. Das andere Ding ist jetzt hier drin. Wie soll man denn das da reinkriegen? Jetzt weiß ich's. So, kriegst du es rein. Siehst du, dann siehst du nämlich. Dann siehst du die Kerbe da unten und das Zahnrad, wenn du auch, da ist ja auch eine Kerbe und wenn du den runterfallen lässt, den Schieber, den Versteller, dann geht es. Nein, nee, das ist ja die Nut und hier ist der abgeschrägte Zahn und der abgeschrägte Zahn, den siehst du von oben. Und dann muss das da rein. Der steht hier noch auf dem Punkt. So, jetzt müssen wir das mal gucken. Warte mal, das war Stopf. Willst du gleich mit dir? Ja, mal gucken, dann muss er hier so reingehen. Warte mal, wir machen das mal. Ein bisschen. So, wenn du jetzt guckst, dann sind da 1, 2, 3, 4, 4 Zähne. Rechts 2, links 2. Schön, so diese Armzähne. So, raus. So, jetzt steht er genau quasi auf diesem einen Zahn, der so ein bisschen angeschrägt ist, ja? Und da steht genau die Arretierung drauf. Die Kerbe muss jetzt da drauf. Ja. Moment. Deine Barthaare dran. Was ist denn jetzt? Hier ist die Kerbe. Die Kerbe ist hier, also kommt doch so rein. So. Da muss man genau. Noch rein. So, wo ist die Platte? Jetzt kommt die Druckplatte. Macht Christina. Oh. So, jetzt kommt die Druckplatte. Hast du Öl dran gemacht? Ja. Hier drin noch mal ein bisschen was hier. So, jetzt kommt die Druckplatte. Der ist scheißegal, wo der sitzt. Ne, hier ist auch eine Bohrung. Du hast auf beiden Seiten du hast zwei Bohrungen da und da. Der wird sich immer drehen. So. Leg das mal rein. Ja, warte, ich muss so rein. Ich muss da rein. Leg mal drauf, dann kann ich mit dem Daumen durch. Ne. So, guck mal, schon drin. Jetzt drehen wir den ein bisschen. Halt fest. So, kann doch schon mal nicht mehr raus. So, weißt du?
funktioniert. Ja, die. Wo hört der noch hin? Das. Ja, so muss er gehen. Genau. Da muss dann alleine rein und raus gehen. Dann wird er auch dicht. Ja, ganz will er noch nicht. Was? So ganz will er noch nicht. Warum nicht? Nur mit dem Pit nochmal drüber gehen. So, dann haben sie jetzt extra so eine Aussparung gemacht, damit du das siehst, ist gerade. Ah, wo ist der Stift? Ich muss auch vom Grund, dass das alles gleich mehr sehen. Guck mal. So, wir hatten jetzt also alles auseinander. Wir haben alles hier reinigt, aber es sieht so aus, als wenn es eigentlich nur an diesem kleinen Leitstück hier gelegen hat. Das hier der Sitz drin, der das abdichtet. Und da ist vielleicht ein bisschen Dreck oder Rost zwischen gewesen und deswegen ist das vorne nur so rausgetropft und hat keinen Druck aufgebaut. So, Chrissy macht den Sitz jetzt noch ein bisschen sauber und dann kann die Einschutzpumpe wieder dran. Ja, aber das ist eigentlich ein Müll, wenn wir hier drin. Drüben haben wir es auch getrunken, ja. Bresnack oder Bretznack? Muss mal hier die YouTube-Gemeinde fragen, die können ja das beantworten. Dann sie mal in die Kommentare schreiben. Genau so sieht's aus. Ab in die Kommentare. In die Kommentare schreiben. Bresnack oder Bretznack. Der Typ da drauf ist auf dem Schild, der macht Lust auf mehr. Drehen. So, Chrissy bringt ihn jetzt auf Touren mit der Handkurbel und jetzt müsst ihr hier vorne. Und rauskommen, jawohl. Ja, jetzt kommt's euch hier raus. So muss es sein. Jetzt was wissen wir, ob es ist. Da Luft? Ist doch keine Luft mehr drin. Nur mal sehen, ob man da ist. Ja, doch. Ja, schön. So, Chrissy hat noch einen Flups Öl drauf gemacht auf den Kolben und jetzt drehen wir nochmal und jetzt müsste es hier vorne schön ausnebeln, wenn wir alles richtig gemacht haben. Oh, hier kommen wir, hä? Chrissy muss nochmal reden. Mach nochmal richtig in den Muck. Jetzt spritzt das raus. Wir brauchen so, 2000 Umdrehungen, das wird's nicht. So, was ist das? Wenn man das zerstört, dann ist das perfekt. So, hier sieht man also, wie man wieder hier weg abpflastert. Dreh nochmal kurz. Ja, das war das nochmal richtig sehen. Dreh nochmal. Zack! Und. Moin. Jetzt hab ich eine. Ja, jetzt sieht man das richtig schön hier. Wir sind diese zerstäubt und den haut er dann auf die Lunte drauf und dann, wenn der verdichtet, der Kolben, entzündet er diese. Wir haben also jetzt die Einschutzpumpe hier jetzt wieder schön sauber gemacht, alles auseinandergebaut und alles gut geölt. Ja, und man nimmt sowas auseinander und hat die Teile auf dem Tisch liegen und voller Ehrfurcht vor dem, was da früher mal zusammengebaut wurde. Alles mit Sinn und Verstand und, was ganz, ganz wichtig ist, für die Ewigkeit gebaut. Ja, also jeder, der nur ein bisschen technischen Sachverstand hat, konnte sowas auseinanderbauen und reparieren. In diesem Falle der Müller. So einfach haben die das gelassen, dass sie gesagt haben, wenn noch mal wirklich irgendwas verschmutzt ist, kaputt, war selten was, aber manchmal verschmutzt und so weiter, dass der Müller in diesem Falle das auch selber auseinanderbauen konnte und mit ein paar Handgriffen das wieder in Gang gekriegt hat. Chrissy, der hat den Entlüftungshahn jetzt nochmal schön sauber gemacht. Da ist auch so ein kleiner Konus drin, auch unkaputtbar eigentlich, da war nur ein bisschen verdreckt. Und auf der anderen Seite, guck mal, wie schön das gemacht ist, da ist so eine kleine Vierkantscheibe, die kommt da jetzt direkt drauf auf den Konus. So, damit der Konus jetzt noch ein bisschen arbeiten kann in der Buchse. Und jetzt kann man mit der Mutter entweder handfest gegenziehen oder ein bisschen mehr. Und dann ist er wieder ewig dicht. Für die Ewigkeit gebaut.
Kein scheiß O-Ring oder Nullring oder irgendwas, was kaputt bröselt. Einfach nur das immer dichtende, weiche Metall. Ein kleines Warm-up mit dem Messer. Hört sich an wie so eine hochgezüchtete Rennmaschine. Weil ich jetzt sein Essen auch zurecht gemacht seit 3 Jahren. Hat er nicht mehr vorgeholt. Ich mach den Druckpipes nochmal auf. So muss das. Original. War so laut. Zum Treppen stecken wir wieder die Räder ein. Ganz kartoffelig. Eine Technik hier, da ein Eischeckel in der Hand. Das ist doch herrlich. Das ist die Drosselklappe vom Golf 4. 1,4 Liter Golf 4. Und nur nicht ganz so teuer wie bei der Harley. Kostet nicht. Kostet auch einen Schrott in der Eischmitte. Und dann geht das hier hinten. Ja, hier geht es drüber lang, aber die Feder zieht zurück. Hier vorne wird gesplittet. Hier vorne ist das Y-Stück, da hat es, da geht es auseinander und wo kommt jetzt der Krach raus? Wo sitzt die Klappe? Und die sitzt jetzt hier drin, die Klappe, oder wo sitzt hier hinter? Die große Klappe drin. Ach, dahinter sitzt sie. Hier sitzt sie. Und dann macht die einfach nur auf und zu. So. Und probieren wir es nochmal am Stück, machen nochmal einen kurz, auch nur ganz kurz. Ja, wenn ich aber jetzt anstelle, die Klappe funktioniert. Original gewesen. Die waren so laut. Ja. Deswegen haben sie die nachher nicht mehr so gebaut, weil die so laut waren. Auswurflecken durch wird das alles ordentlich leise verarbeitet und auf der anderen Seite haben wir denn hier sowas hier. Das ist hier für, wenn man richtig Spaß will. Original sind wir. Hier oben hat er sich von 150 PS. Die Luftklappe, den Schokhebel und da kann man dann quasi hier die Wickel-Enthaltklappe auf und zu machen. Wir machen jetzt den Entlüftungshahn. Auf das Stück drauf, der hat also geleckt. Und da löten wir jetzt wieder einen Messinghahn drauf, damit man da an der Stelle dann noch gleich entlüften kann. Vorne ein blauer Kegel ist, dann ist es richtig spitze sehen. Guck mal, der ist wieder zu klein. Merken. Der ist zu groß. Immer ein blauer Kegel. Der muss aussehen wie so ein Brennstab. Wie vom Reaktor. Genau. Jetzt setzt er die Brille auf, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt er. Da holen wir jetzt mal den Landesmeister. Ich war Kreismeister, Bezirksmeister. Und Landesmeister der Lehre. Hätte ich bei dieser Kommandisch sich reingelächtet. Ja? Mhm. Perfekt. Am Master würde sagen, ich bin stolz auf dich. Nach all der Zeit noch ein bisschen was hängen geblieben. Das hast du nur in der DDR gelernt. Und dann lernst du das nicht mehr. Das doch nicht. Bei Pitstop noch nicht so ein Lehrgang gemacht? Ach, sowas wird heute gar nicht mehr beigebracht. Warum nicht? Muss ja auch haben. Ne? Immer mit den Augen klauen.
wenn man sowas macht. Ist so, ja. Das wird heute keinem mehr beigebracht, löten. Nee. Das erst recht nicht. Nee. Weil du wirst keinen finden, der Metall mit Messing verlöten kann. Soll auch keiner mehr können. Dann nimmt man sich ein bisschen Schmeißdraht, dann wickelt man ein Pad drumrum, da kommt ja keine Sau mit den Finger rein. Und dann macht man das einfach nur mit kleinen, schönen, niedlichen Akkuschrauber. Maike sucht wieder die ganzen Hornhäute nachher. Das ist völlig egal, am besten Scheibenreiniger oder Bremsenreiniger. Es gibt keine Möglichkeit, den Konus so mit dem Pad zu schleifen. Das ist die einzige Möglichkeit, die man machen kann. Du musst begeistert sein. Das kannst du dir angucken. Hä? Das kannst du mit der Hand nicht machen. Das kriegst du nur mit dem Schweißrad hin und mit dem Pad. Tja, das gleiche kannst du jetzt hier auch machen. Dann nimmst du dir einen kleinen Akkuschrauber. Dann machst du den Vogel ein bisschen nass. Dann machst du den auch ein bisschen nass. Und dann kannst du sehen, wie man Krone schläft. Wenn die beiden Perle nicht aufeinander passen, dann weiß ich es nicht. Die gehen schön schwer, saugend, richtig so, dass der Krone sitzt. Der ist so schon dicht, den brauchst du bloß nur ein bisschen gegenziehen. Und am besten ist Scheibenreiniger. Du hast im Vergaser vom SH geholt mit. Ja, volle Pulle. Eiglet. Eiglet. 0,2 mm hat er am Schieber. 0,2 mm und das Loch ist so groß, dass du einen richtig dicken Finger dadurch kriegst. Ja, nochmal locker ein PS raus, ich kitze. Weil das Problem ist, ohne Luftfilter, mit Luftfilter läuft er nicht mehr. Das ist wie bei den alten Maschinen, da war auch kein Luftfilter dran. So. Sechs Wochen musst du es im Osten, wenn du einen Schwarzerleier machen musstest, musstest du als erstes wissen, was du für ein Griffstück in der Hand hast. Das war immer CIS-MW 520. Wenn du das nicht gewusst hast, dann hast du auch keinen Schwerselanger gemacht. Das musstest du wissen. Ohne den brauchst du das Ding gar nicht erst bedienen. Das Ding ist 40 Jahre alt, oder? Mindestens. Aber ich habe eins, Jahre, ich habe eins von einer westdeutschen Region dran gehabt, aber es hat nicht funktioniert, weil die Hähne immer undicht waren. Und da habe ich gedacht, du kommst das alte wieder raus. Da habe ich noch nie eine Dichtung neu gemacht, noch nie einen Gummiring neu gemacht. Flöche sehen ein bisschen komisch aus. Setze ich immer nach, die sind auch ins Alter gekommen, aber es geht auch nur, weil du noch das von Putin das Gas auch noch in der Gasflasche hast, mit dem anderen Gas. Also universal, hast du einfach noch einen Gummiring neu gemacht und fertig. Ja. Diese Spitze, ich keine Ahnung, wie alt die ist, aber die funktioniert. Das sieht ja tadellos. Das ist ein Hinterstück. Und hier vorne ist die Orientierung, hier ist die Orientierung für einen Schneidbrenner dran. Dann kannst du dann halt eben auf Flächen schneiden. Chrissy, du musst drehen, es wird sonst nichts. Nein, du musst weiter drehen. Du musst richtig dran sein, musst richtig Dampf haben. Chrissy, so, jetzt Feuer, Feuer, Feuer. Jawohl. Oh, das ist ein... Oh, komm mal. Oh, schön. Sind bloß zwei auf. Brauch mal eine. Das ist jetzt eine Schachtel. Du musst sie ausmachen. So muss es sein. Offen hier. Ach so! Mensch! Ich muss das mal ein bisschen näher kommen, Mensch! Ja, mach zu! Einmal noch und dann. Oh. Jetzt aber, ich will ja noch richtig dämpf hier und dann. Das ist jetzt nur noch an dir. Ja! Attacke! Ja! Chrissy, los! Attacke! Du musst cooler! Reicht doch nicht! Kilo, irgendwann dreht er schneller als ich kurbeln kann! Kilo! Sag mal, warum wir da rein? Ich will nur sagen, Alter. Warum klingt diese Kurbel einfach aus? Fliegt einfach ein Kurbel. Ist mit dir eigentlich nicht richtig. Techniker sind alle, es läuft alles, es ist alles vorbereitet. Oh, das es scheitert an der Kurbler ist einfach. Ein Dreher. Hat einfach nur so eine Pflaumenpflückerarme, da wird das nicht mit. Ja, ist die ganze Lunte weg, Chrissy. Wir haben ja noch so ein paar. Jetzt müssen wir die neue. Dreh, richtig! Aus dem Kreuz raus! Ja! Richtig drehen!
Jetzt kommt er. Ja. Ja, Christian, durchziehen. Drehzahl. Er reicht einfach die Drehzahl. Ein Kompressor dran da. Ja. Ran da jetzt. Ihr mit eurem immer zu spät. Ran da jetzt. Zu spät. Stell mal vor, du müsstest dein Motorrad immer so in Gang bringen. Ja. Nee. Dann wird es auf jeden Fall nicht so immer so gemacht. Wurdest du keinen Meter mit vor mit der Köln. Brauchst du für den Boss gleich einen Sauerstoff zählen. Wir brauchen nicht gucken, ist alles drauf. So, Dreher, unser Anlasser braucht eine Pause. Ja. Ah. Stell dir mal vor, den haben die damals dreimal am Tag angedreht. Ja, aber dann haben wir gleich angesprungen. Flori wird es auch machen, aber der hat hat die Terminator-Schiene um. Ich hab ihn nicht. 20 so, oder? Ja, unglaublich, wieder einmal mehr hat es diese uralte Technik bewiesen, dass dieses Erbe unserer Groß- und Urgroßeltern eigentlich für die Ewigkeit gebaut ist. Wir sind hier voll in den Vorbereitungen für unser Festival, möchten euch alle nochmal herzlich dazu einladen, Wochenende nach Pfingsten, hier Ausnahmezustand in unserem Ort, ja, wo wir an dem Wochenende hier auf zwei Festgeländen das Rad der Zeit, ein paar kräftige Schläge, am liebsten mit euch zusammen zurückdrehen natürlich und laden euch herzlich ein mit euren Eigenbauten, mit euren Umbauten, mit euren Oldtimern oder auch einfach nur als Technikfans oder Fans der alten, guten alten Zeit hier einfach vorbeizukommen und mit uns gemeinsam hier das Wochenende mal so mitten in dieser alten Technik, diese historische Technik zu verbringen. Mehr historisches Ambiente geht eigentlich gar nicht. Wir haben unsere Ritterburg, unsere Wasserburg, wo also die Veranstaltung stattfinden wird, natürlich auch unser Museumsgelände.
Und ja, das funktioniert schon über viele Jahre ganz prima so miteinander. Wie gesagt, Wochenende nach dem hier Bikeschmiede-Festival. Bis dahin und bis zum nächsten Clip. Erstmal Rock'n'Roll.